Hallo und herzlich willkommen an einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder im Internet rumgesucht und bei der Suche bin ich fündig geworden. Ich habe Shadows of War gefunden, ein Spiel, wo man eigentlich nur die Schatten der Spieler sieht und das alles von der Seite. Ein bisschen langweilig, muss man einfach sagen, als Video auf jeden Fall, aber als Vorstellung auf jeden Fall würdig, weil mir das Spiel einfach nur Spaß macht und die Idee einfach sehr gut ist. Das Ganze ist Early Access und in der Version 0.64, ihr sitzt unten, noch ziemlich früh und natürlich werden da noch einige Fehler bei sein und es wird noch ganz viel dazukommen. Aber zeigen muss ich euch das einfach nur, weil ich das geil finde. Und ja, hier ist schon mal Mauszeiger. Juhu! Wir haben einen Multiplayer, den verstehe ich noch nicht so ganz. Da können wir Internet LAN, Custom und was weiß ich nicht was aussuchen. Das hat aber nicht geklappt. Ja, man kommt auf eine Map, aber ich weiß nicht, wie da ein anderer Spieler zukommen soll. Oder man bekommt auch keine Nachrichten. Skirmish ist einfach nur, das werden wir auch gleich machen, weil die Kampagne, da kann ich klicken wie verrückt, kommt noch gar nichts. Wir haben Optionen. Da habe ich alles das auf High gestellt und so wie es gerade klappt, ich hoffe, dass das funktioniert. Hab noch so ein bisschen Grafikprobleme, der Hintergrund wird manchmal nicht dargestellt, aber das Spielprinzip wird trotzdem auf jeden Fall erkenntlich sein, aber das ist ja noch eine frühe Version und deswegen wird das alles ganz gut aussehen, denke ich mal. Erstmal so für den Anfang. Der Quit-Button, den lassen wir mal außen vor, irgendwie spreche ich den immer an, wenn ich so eine Spiele spiele, weiß auch nicht warum. Und gehen einfach mal auf den Skirmish-Modus. Da oben haben wir den Greenlight-Button und einen Daumen hoch habe ich natürlich schon gegeben. Das tut den Entwicklern ganz gut, die freuen sich über positives Feedback. Und ja, das, wenn ich schon ein Video von dem Spiel machen darf, dann soll ich wenigstens auch belohnen dafür. Gut, Skirmish. Damit ich jetzt nicht ganz so viel quatsche und ihr mal seht, wie das Spiel funktioniert. Wir haben zur Möglichkeit hier den Modus. Es gibt einige Classic, US und wir kriegen dementsprechend immer Talas. Ich mache Random oder Classic zum Beispiel, haben wir 500.000 Dollar oder was weiß ich was, 20 Tickets, die wir verlieren können und ich weiß noch gar nicht, wie die Tickets funktionieren. Ich denke mal, da gehe ich gleich im Spiel auf ein. Gut. Machen aber mal random, einfach was so funktioniert, was so gerade kommt. Ich gehe einfach mal auf Start Game, dann seht ihr schon das Game. Bam. Und da seht ihr die Map. In dem Hintergrund, wir haben bestimmt später Abendstunden oder so, das kann man ja einstellen, könnte man eine Stadt sehen oder irgendwelches Zeugs. Aber leider funktioniert es bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob das an meinem Computer liegt oder an meiner Grafikkarteneinstellung. Und die Map ist verdammt groß. Ich scroll mit den Pfeiltasten hin und her. Kann mit dem Mausrad auch ranzoomen. Ein bisschen näher. Und ihr seht gleich schon die gegnerischen Truppen. Die kommen immer von rechts. Was für eine Nation das ist, weiß ich nicht. Da kommen sie angelatscht, ganz stinkend gemütlich. Und denen entgegensetzen. Ihr seht immer, wie viele es sind. Wir haben auch ebenfalls eine Menge Kohle. 500 Millionen. Denen entgegensetzen können wir von links rum gesehen. Die Map, die sieht immer anders aus, die stellt sich eher random und hier ist gerade eine Brücke. Sonst sieht man im Hintergrund eigentlich Städte oder schlechteres Wetter, irgendwas. Man kann das alles einstellen, aber leider geht das grafisch noch nicht ganz so schön. Ich tue einfach mal 10 Soldaten bauen. Einer noch. Ihr seht, da haben wir so einen grünen Balken, der tut wie in so eine Command & Conquer spielen halt das Spiel, die Soldaten erstellen. Die kommen ganz gemütlich jetzt angelatscht gegen die anderen Truppen. Weil der Spielmodus ist einfach nur gegeneinander kämpfen. Bis der letzte fällt, ne? Der Gegner, der hat eine Menge, mir entgegenzusetzen, sehe ich gerade. Das sind mehr als 10. Da kann ich vielleicht nochmal 5 Special Forces reinpacken. Maschinengewehrschütze nochmal 5. Jetzt habe ich 6, ist egal. Und ein Sniper, warum nicht? Nochmal 5 schwere Soldaten. So. Das wird fleißig gebaut im Hintergrund, kostet uns aber immer Money. Ihr seht das, wir haben jetzt genug. Ist wirklich nicht schwer. Ich weiß nicht, wenn einer von denen stirbt, ob dann tatsächlich ich ein Ticket verliere oder wenn ein Gegner hier durchmarschiert und hier durchkommt und ich dann erst ein Ticket verliere. Das werden wir aber rausfinden müssen und ich bin ganz neugierig. Dazu, zu den gemütlich laufenden Soldaten, die haben echt alle Zeit der Welt scheinbar, man sieht's. Man erkennt aber auch, was unterschiedliche sind. Ich kann denen auch persönliche Befehle geben, wie zum Beispiel stehen bleiben, dann geht der da in Stellung oder ich sage, er soll weitergehen. Seine Waffe entladen oder sowas, keine Ahnung, was das soll. Achso, Under Troops. Ja, da ist er natürlich nicht in einem Fahrzeug. Das geht nur, wenn er in einem Fahrzeug ist. Die werden sich gleich treffen. Und dann werden sie auf sich ballern. Dann, das war jetzt die ganze Infanterie. Ich habe eigentlich die ganze Infanterie schon abgelatscht. Die, hier ist noch, irgendwo dazwischen sind Sniper. Das sieht aus wie ein Sniper. Ne, LMG-Schütze. Eigentlich kann man sie erkennen. Special Forces. Ich habe ja nur einen Scharfschützen gebaut, ne? Den zu finden ist natürlich schwer. Schwerer Soldat. Ob der jetzt fettleibig ist, weiß ich nicht.
Egal. Auf jeden Fall ist da auch ein Scharfschütze zwischen, der schießt natürlich von viel, viel weiter weg auf die gegnerischen Soldaten, die ja so langsam immer näher kommen. Das sieht aus, die kann ich nicht anklicken, das sieht aus, ob das ganz normale, langweilige Soldaten sind. Irgendwann kommen auch Fahrzeuge dazu, der Gegner, der wird immer stärker, immer stärker, immer stärker. Wir müssen uns immer stärker verteidigen. Der darf natürlich nicht durchmarschieren. Eigentlich ein ganz super simples Spielprinzip, aber verständlich, ne? Und macht Spaß. Es ist einfach unterhaltsam, die Typen zu beobachten. Vielleicht nicht im Video ganz genau, aber so ist es schon in Ordnung. Der ist aber schnell, der eine. Warum ist der schneller? Was ist das für einer? Special Force. Special Force sind ein bisschen schneller. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten halt. Und ist natürlich stärker als der, der jetzt da kommt. Na, der Gegner hat schon entschieden, da welche zu stationieren, dass sie da stehen bleiben. Wir warten erstmal das erste Mini-Gefecht ab und dann gehen wir weiter auf Vehicle Tanks Air. Und hier seht ihr schon, Support haben wir ein Dropship. Hier ein Bombing, da wird schon gefeuert. Wer war das denn jetzt? Krass. Platzen unsere Gegner einfach mal so weg. Ja, die sind nicht wirklich stehen geblieben, die hängen da. So, die ersten Kugeln fliegen. Meine Soldaten sind ja viel mehr. Logisch. Das war schon das erste Gefecht. Langweilig. Vehicles. Wir haben jetzt hier einen Jeep, einen Fuchs Special Forces oder was? Keine Ahnung. Zidam, keine Ahnung, was das ist. Oder ein MLRS, ich glaube, das ist ein Raketenwerfer. Die können wir noch nicht einfach so auswählen, weil wir erst auf Research drücken müssen. Und wir müssen dann sozusagen für die 30.000 Penunsen die Dinge frei spielen. Also es wird langsam geforscht jetzt und ich tue einfach mal alle Vehicles freimachen, weil wir so viel Kohle haben. Ist es gerade ziemlich egal. Ich habe bei Random gestartet alles. So, die fighten ganz fleißig. Der Gegner ist jetzt ausgeschaltet, die erste Rutsche. Die nächste Rutsche kommt gleich, sehe ich auch immer unten hier, wenn der mehrere dazukommen. Die gehen jetzt weiter spazieren. Ich kann auch alle auswählen und befehlen, stehen zu bleiben. Das mache ich einfach mal. Auf in Stellung. Und gehen mal auf Tanks. Tanks haben wir den Puma, ein P2000, Panzerhaubitze 2000 ist das. Wir sind auch Deutschland, das macht das automatisch, das Spiel. Das konnte ich jetzt nicht selber auswählen. Es gibt auch einen Flaggenmodus, also Capture the Flag. Wenn man da vorbeiläuft, dann ist das eine deutsche Flagge geworden. Und da kommen schon wieder langweilige Soldaten. Gerade noch 9, werden immer mehr. Meine Soldaten sind alle schön in Stellung und warten auf die. Und wir können wieder bauen. Und können jetzt alle Fahrzeuge bauen. Ich baue einen Jeep. Ich baue einen Fuchs. Ich baue einen Fuchs SF. Ich baue einen Zidem, was auch immer das ist. Und eine MLRS, ich glaube, das ist der Raketenwerfer Mars. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ist ja ein Deutscher. So, dann kommt der Jeep angerauscht. Sieht schön aus. Alles noch ein bisschen plastisch. Der Hintergrund, wie gesagt, der wäre eigentlich da. Der wird eigentlich ganz schön aussehen. Aber irgendwie wird der mir grafisch nicht dargestellt. Oder das Random-Mäppchen möchte jetzt keinen Hintergrund. Boah, wie viele kommen da? 30. Gut. Tanks haben wir auch noch alle. Ich research auch mal alle Tanks, damit ich sie bauen kann. Damit wir sie einmal sehen in dem Vorstellungsvideo. Und wir haben natürlich noch Kampfhubschrauber oder alles mögliche, was ein Dropship zum Beispiel. Die werde ich auch schon mal researchen. So. Und damit haben wir dann eigentlich schon alles gemacht, was man machen kann. Haben die Hälfte unserer Kohle schon verpulvert. Das ist eine Menge. Aber Krieg ist teuer. Das wissen wir. Boah, wie viele kommen denn da? Die haben auch schon zwei Jeeps, die uns entgegensetzen können. Aber meine Special Forces kennen dagegen nichts. Da kommen die ganzen Fahrzeuge. Ja, das ist ein Raketenwerfer. Das sehe ich sogar schon auf einer Silhouette. Die rücken vor. Auf F haben wir eine Taschenlampe. Ich weiß nicht, wofür die gut ist. Es gibt ja auch nachts. Das ist in der Flugabwehr. Die kann hier stehen bleiben. Denke ich mal, dass es eine ist. Das ist der Fuchs. Das ist ein Transportfahrzeug eigentlich nur. Da kann ich bestimmt Truppen reinsetzen. Aber der hat ja auch Maschinengewehr oben. Ah, der Raketenwerfer macht sich startklar. Hui. Stabiler Jeep. Der feuert fleißig. Die feuern alle fleißig. Der Sound, manchmal ist er da, manchmal nicht. Also ein bisschen buggy. Dann hört man eigentlich schöne Schüsse. Hätte mich jetzt gefreut, wenn man das hört. Aber bei mir bleibt alles in Stellung. Der Fuchs, der fährt einfach in den Feind rein. Entschuldigung. Wir haben ja noch jetzt gleich ein Problem, sehe ich gerade. Aber wir haben auch noch ein Dropship gleich. Wir haben Bombing Run.
wie bei Supporter 1. Ein Cruise Missile. Ich rufe mal eine ab. Kostet alles wieder Geld. Darf nicht vergessen. Da kommt jetzt eine Cruise Missile angeflogen. Bam. Macht erstmal den Gegner platt. Ein Airstrike. Eine Artillerie-Strike. Das habe ich ja beruflich gemacht bei der Bundeswehr. 8 Jahre lang. Der Mund dort natürlich ein paar Sekunden länger. Und ein Bombing Run. Was auch immer. Oh oh. Habe ich jetzt gedrückt. Kommt der von alleine? Ready. In use. Und für den einen Soldaten ein Bombing Run. Keine Ahnung, was der bedeutet. Und... Oh nein, er ist vorbeigegangen. Der dauert aber wie lange? Was kommt da jetzt? Geh schon mal auf R, auf ein Dropship. Build. Können wir uns einmal machen. Ist dann wieder versperrt. Da kommt der Bombing Run. Okay, oh. Boah, direkt auf den Kopf. Armer Kerl. Dann haben wir hier die verschiedenen, ja, Hubschrauber plus Kampfjets. Kosten einiges. Ein Tiger-Hubschrauber, ich baue mal ein. Einfach mal so aus Joke, weil wir das haben. Wir haben genug Kohle. Und gehen nochmal auf Tanks. Die haben wir jetzt ja auch alle frei und baue von jedem ein. Ein Puma-Panzer, eine Panzerhaubitze 2000, ein Jaguar, ein Leopard A1, 1 Alpha 4 und ein Leopard 2 Alpha 5. Das ist der neueste, oder gibt es schon Alpha 6? Ach, ich weiß nicht. Den Raketenwerfer lassen wir mal hier stehen, sonst geht der mir zu weit rein. Die nächsten Gegner kommen, die lassen sich eigentlich nur abschlachten gerade. Aber der wird jetzt immer mehr und immer mehr dagegen bieten, der Gegner. Also, oh. Da kommt irgendwas angeflogen. Jetzt haben wir das Dropship auch. Habe ich das Dropship nicht? Ach nee, Quatsch, der ist das noch am... Dropship bringt uns einfach nur Soldaten. Das sind nämlich die falschen Jäger, genau. Die habe ich abgerufen. Als ich auf Dropship geklickt habe, wo sind sie? Die werden jetzt einfach irgendwo landen gleich. Und wenn man dem Gegner so viel Kohle entgegenzusetzen hat, hat der eigentlich gar keine Schnitte. So, da kommt auch, da ist unser Hubschrauber. Der Tiger, auch ein Deutscher. Das ist die Panzerhaubitze 2000. Hier haben wir einen Leopard 2 Alpha 5. Und hier ist der normale Leopard, der erste. Da war man damals ein ganz schöner Unterschied, wenn man das so sieht. So, Dropship. Ich habe nochmal gedrückt, nicht, dass die jetzt irgendwie hier rüberfliegen, einfach nur. Der Raketenwerfer ist total dämlich platziert hier. 20 Seconds, Wave 3. Achso, ja, das sind die Wellen. 50 Gegner. Ja, das Spiel lässt uns noch gemütlich erstmal ein bisschen das Spiel ausprobieren, sozusagen. Hubschrauber. Was hatten wir noch alles? Ja, wir haben ja eigentlich alles angefordert. Ne, gar nicht. Alles anfordern, was da ist. Tiger habe ich. Tornado. Noch ein Dropship. Ne, müssen wir wieder researchen erst. Ne, ist noch Locket. Supporter 2. Wir haben ja noch Clusterbomb. Problem ist, die H-Bomb-Führer, was auch immer die ist eine Atombombe, glaube ich. Die löscht auch alle meine Truppen aus. Und unbekannt geht nicht. Deswegen habe ich nur noch die Clusterbomb. Werf die einfach mal so in der Menge rein. Alter Schwede. Habe ich mal Löcher in den ihren rein ge... Und da kommt der Gegner auch schon mit Panzer. Jetzt wird das nicht mehr so einfach und wird uns wahrscheinlich vernichten. Ihr bleibt mal schön hier stehen. Du kannst hier auch stehen bleiben. Ihr fahrt noch ein bisschen vor und werden natürlich voll vernichtet jetzt, denke ich mal, weil ich ja eigentlich nur Mist gemacht habe. Wow. Die Animation, hoffe ich, ändert sich noch. Was ist denn hier mit dir, Fallschirm? Ja, die ballern auch. Gut. Puma sollte vielleicht noch ein bisschen weiterfahren. Der schießt nämlich gar nicht. Hat zwar keine Chance gegen Kampfpanzer. Wow. Was habe ich dir denn angefordert? Move! Da ist er. Hubschrauber. Oh, ich habe doch eine gute Schnitte. Hinten noch die Truppen. Und ein Transporthubschrauber. Ist das. Dahinter fliegt noch einer. Kann man alle so schwer, ein bisschen schwerer einzeln anwählen. Panzerhaubitze. Und der Gegner kommt bestimmt gleich mit. Move. Kommt bestimmt gleich mit Flugfahrzeugen.
Ich versuche einfach mal durchzupreschen. Mal gucken, ob wir die Runde dann gewinnen. Und dann wollte ich... Ich wollte eigentlich nur 5 Minuten das Video vorstellen. Struggle Sound. Mit M. Ja, den mache ich nur aus. Da kommen die nächsten Gegner. Die Panzer bleiben von alleine stehen. Und was haben die armen Gegner denn da noch einzu? Der könnte ja gar nichts mehr machen. Bleibt mein Anti-Luftfahrzeug da. Ziemlich gelassen kommen sie angedüstert, die Hubschrauber. Ist ja nur Krieg. Ist ja nur ein bisschen Krieg. Da kann man ja mal gemütlich lassen. Können wir noch rauszoomen? Ne, nur noch rein. Ihr dürft weiterlaufen. Move! Ihr dürft weiterlaufen, ihr seid eh so lahm. Und ihr auch. Und habe ich jetzt was vergessen? Ich glaube, ich habe alles gebaut, was in der jetzigen Version gibt. Alles abgefeuert, was in der jetzigen Version gibt. Und kann dazu nur sagen... Ne, ein Artillery Strike ist jetzt ein bisschen fies. Ach, egal, komm. Wir haben die Kohle. Hoffen, dass wir da nicht selber reinfahren. Und der Gegner hatte eigentlich jetzt gar keine Schnitte. Die Hubschrauber könnten eigentlich weiterfliegen, wenn sie wollen. Also sehen wir 2 Gegner, 3 Gegner. Ah, so sind sie schon wieder tot. Und der Raketenwerfer schießt von ganz hinten wieder feige, wie er ist. Was hat er denn vor? Was ist er denn verrückt? Er hat den Hubschrauber getroffen. Ja, die stocken jetzt hier, weil immer wieder neue Gegner kommen. Oh, Maschinengewehr hat der auch, der Panzer. Benutzt da auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich... Vielleicht muss ich ja 20 Leute durchschleusen. Bis das hier... bis wir die Runde gewinnen. Weil irgendein Ziel muss das ja haben. Autsch, bist du denn verrückt? Hörst du jetzt auf? Los, beweg dich. Die ist das bestimmt hier, die verrückte Panzerhaubitze. So, jetzt fährt der erste Panzer mal durch. Ne, Hubschrauber sind schon durch. Ja! Ist ja verrückt. Move, move, move! Jetzt kämpfen wir gegen einen unsichtbaren Feind. Wow, kann man auch ganz schön nah ranzoomen. Ja, toll. So schafft man das hier nicht. Wir machen uns alles kaputt. Oh, oh. Ich muss wahrscheinlich einfach abwarten. Und alles, was der Gegner mir so entgegenbietet, wahrscheinlich platt machen. Da war meine Taktik jetzt ein bisschen schlecht. Und meine Soldaten habe ich alle in den Tod geschickt. Gut, ich denke, das reicht, das kleine Einblick. Ihr seht unten Early Beta, Build, Version 0.64, fehlt natürlich noch ein bisschen, funktioniert noch nicht ganz so 1000%ig, aber bei der Sura ist es das runterzuladen. Ich sage danke fürs Zusehen, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten und genießen jetzt, wie die Panzer uns überrollen. Das tun wir gar nicht, ich sage danke fürs Zusehen, bis dann, Leute.